Ja, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Holzklotz 3 und heute dachte ich mir, dass ich mal wieder ein normales Video aufnehme, damit nicht immer dieser Eindruck entsteht, als würde ich hier Special-Folgen am laufenden Band produzieren wollen, denn am Ende kommt es einem gar nicht mehr so besonders vor, wenn ich meine Timelapse mache und der Eindruck muss ja nicht unbedingt entstehen. Deswegen jetzt mal wieder auf die Art und Weise. Vor allem ist aber der Hauptgrund, dass ich neulich einen sehr langen Livestream erneut gemacht habe, was natürlich eigentlich nicht so geplant war von mir, denn ich hatte mir immer vorgenommen, die kürzer zu gestalten, aber es sind erneut 50 Minuten geworden. Und was soll ich dazu sagen? Also da muss man natürlich ein bisschen gegensteuern und ich kann jetzt hier nicht wieder erst 40 Minuten Timelapse aufnehmen für die Folge, sondern da machen wir das eben heute so. Und es reicht durchaus, wenn wir in der nächsten Folge zum Beispiel das zurückkehren lassen. Das werde ich mir aber noch überlegen, wie genau es läuft, sehe ich dann kurz vorher, eventuell auch noch heute oder wann auch immer ich mich dazu entscheide, weiterzuspielen, in welcher Form, dann werde ich sehen, also entweder als Stream erneut oder die Timelapse, dass ich gameplay-technisch direkt was im Voraus aufnehme. Man muss das ja auch nicht immer an dem Tag machen, wo ich zum Beispiel das jetzt nachkommentiere. Obwohl es natürlich auch eine ganz gute Taktik ist, wenn man das in einem Rutsch wegmacht und nicht nochmal dann sich wieder reindenken muss. Vor allem ist das Problem, dass ja die meiste Arbeit nach dem Erspielen des Gameplays schon getan ist im Prinzip, denn der Rest dauert eigentlich überhaupt nicht so lange, wenn man sich das überlegt. Also schneiden, naja, das geht an sich, ist ja nicht so aufwendig, wie ich schon immer mal erklärt habe, und das Nachkommentieren ist ja auch eine relativ schnell abgehackte Angelegenheit. Aber so viel erstmal zu den organisatorischen Informationen zum Anfang. Ich würde sagen, ich komme mal langsam zu dem, was ich in-game gemacht habe und überhaupt was kommen soll. Und zwar wäre es ratsam, wenn ich hier, by the way, ein bisschen aufschütte, denn da muss ja nicht das so komisch aussehen hier mit dem Holzklotz, warum ich das bisher so stehen gelassen habe. Ist mir auch schleierhaft, denn eigentlich bin ich immer versucht, solche Sachen direkt zu beheben, vor allem wenn man sogar Holz dabei sparen kann. Ansonsten habe ich mir aber mal überlegt, dass ich hier langsam anfangen muss mit den Steinklötzen und da würde ich sagen, Cobble und Cleanstone ist eine gute Kombination, genauso wie Stonebrick und Andesit. Also das ist erstmal eine Idee, denn es gibt ja Granit, Diorit und Andesit. Da kann man natürlich jeweils nur zwei miteinander kombinieren. Eins bleibt übrig, das muss mit einem anderen gemischt werden. Und warum nicht Stonebricks? Also sicherlich mit Andesit sieht das vielleicht ein bisschen zu ähnlich aus. Man kann natürlich auch jetzt überlegen, ob ich es mit Diorit mache, aber naja, es kann sein, dass mir eh noch ein ganz anderer Block einfällt, deswegen, das ist erstmal nicht in Stein gemeißelt, aber die erste Variante ist ganz gut, weil die relativ basic ist und deswegen würde ich die heute probieren. Also, was kommt dann außen hin? Das ist natürlich die nächste gute Frage. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, jetzt die ganzen Items neu aufzuteilen. Ihr seht hier schon, dass ein paar neue Kisten entstanden sind. Zum Beispiel für diese Blöcke, die ich nun ausgelagert habe, die wollte ich nicht mehr dazwischen rumliegen haben in der anderen Kiste. Vor allem, da hatte ich überhaupt keinen Überblick mehr, was wir überhaupt an der Menge haben von den Materialien. Ich dachte zum Beispiel bei Andesit, dass ich wesentlich weniger besitze und hier ein bisschen mehr. Also es ist auch unausgewogen bisher, aber na gut. Immerhin weiß ich nun Bescheid, was der Stand ist und worauf ich mich beim Farmen konzentrieren sollte. Aber ich würde übrigens sagen, dass ich hier das außen mache. Beziehungsweise als Rahmen und dann oben oder hier, um die Flächen auszufüllen, den Cleanstone. Wäre das okay? Ich denke schon, ne? Ich weiß übrigens auch gar nicht mehr, ob ich schon mal sowas gemacht habe in Holzklotz 1 oder ob das der erste Steinklotz sein wird, den ich baue. Nebenbei muss ich dann noch aufpassen, dass meine Schaufel nicht kaputt geht. Beide sind gerade auf einem ziemlich niedrigen Level, also da ist wahrscheinlich auch mal eine Netherquarz-Tour zu empfehlen, aber das würde ich heute noch nicht machen. Ich denke, dafür eignet sich so eine Timelapse-Folge wieder besser. Da konzentriere ich mich lieber darauf, dass das Gehäuse von dem Holzklotz so weit wie möglich kommt. Das wäre ein gutes Ziel für das Thumbnail schon alleine von der Folge. Und ansonsten muss ich mir Gedanken machen, wie ich in nächster Zeit wieder etwas mehr vorproduziere, denn mir ist es ein bisschen zu dünn geworden. Ihr habt sicher gemerkt, wie
aktuell die Folgen derzeit immer sind und dass das sich langsam aber sicher so entwickelt hat. Vor einer Weile sah das noch anders aus, weil ich da durchaus auch weniger Probleme darin gesehen habe, diese Folgen aufzunehmen, aber das hat sich ein bisschen gewandelt. Zum Beispiel stehe ich mit Hexit aktuell etwas besser sogar da als vorher noch. Also da geht anscheinend immer nur eins parallel, obwohl es schön wäre, wenn ich beides hinkriegen würde. Aber nun gut, wenn wenigstens eins läuft, bin ich immerhin zufriedener, als wenn beide hingegen Probleme machen würden. Aber trotzdem kann man versuchen, ein bisschen dagegen zu steuern, damit ich nicht mich immer so stressen muss. Denn zum Beispiel jetzt ist es doch auch wieder ganz schöner Zusatzaufwand, das noch aufzunehmen. Deswegen habe ich mich ja dazu entschieden, nicht auf so eine Timelapse zu setzen, gerade nach dem Stream, wo es sich ja ohnehin schon mal nicht lohnt. Aber auch, naja, 3 Tage Zeit ist jetzt nicht mehr allzu viel. Vor allem muss ich auch noch beachten, dass in der Woche ich wieder ein bisschen mehr Belastung durch mein Studium haben werde. Denn jetzt fangen noch mal einige Module an, beziehungsweise die Schonfrist vom Semesteranfang ist langsam vorbei. Ich spreche darüber noch genauer in Infinity bestimmt mal, aber vor allem in Topfetech und auch in TinyCA10. Da habe ich einige Folgen dazu aufgenommen, die werden so eine Art Videotagebuch darstellen sogar. Also falls ihr es noch nicht mitbekommen habt in anderen Projekten, wo ich das eventuell schon erwähnt habe, dann hier nochmal die Ankündigung. Allerdings kommen die Folgen dann erst eben entsprechend, wenn es soweit ist. Also zurzeit seht ihr ja, dass immer noch beispielsweise TinyCA9 läuft. TinyCA10 wird im Dezember starten. Aber dafür ist ja schon die ganze Zeit mein Ziel gewesen, ab dann endlich ein paar mehr Folgen rauszuhauen. Das heißt, 3 Videos sollen kommen davon in einer Woche. Und wenn ich das durchziehe, kann es relativ schnell sein, dass der Vorproduktionsabstand doch langsam aber sicher abnimmt, wobei ich die richtige Geschwindigkeit halten muss. Es darf nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam gehen. Auch darüber habe ich schon in anderen Projekten gesprochen, deswegen hier nur noch mal kurz erwähnt. Und ansonsten bin ich parallel noch am Überlegen, wie ich das nächstes Jahr mit dem Uploadplan alles gestalten werde, also mittel- und langfristig. Und ob ich eventuell umsteige auf weniger als 7 Videos pro Woche. Das heißt, 5 ist so eine Zahl, die mir vorschwebt, die ich mir ganz gut eigentlich vorstellen kann, weil das erstmal nicht so eine radikale Begrenzung des Contents wäre. Aber ich denke schon, dass es was bringen könnte für mich, damit ich nicht mehr so viel Stress habe etc. und die Folgen kreativer gestalten kann. Da zählt ja vieles mit rein, was das Ganze an Vorteilen bereithält. Und jetzt bin ich am Überlegen, wo ich überhaupt den Eingang mache. Denn die ganze Zeit bin ich hier ein bisschen am Spekulieren, wie man merkt, aber normalerweise läuft hier hinten wieder ein Weg lang und da müsste die Tür sich befinden. Da würde ich sagen, machen wir schnell mal Nägel mit Köpfen, bevor ich alles falsch baue. Das können wir nicht gebrauchen, dann kommen nämlich hier wieder die Steine hin, weil die Treppe sich nun hier befindet. Und na toll, jetzt verbaue ich mich auch die ganze Zeit. Könnte ich theoretisch mit Silk Touch abbauen, aber egal. Cobblestone brauchen wir in Zukunft so oder so noch für andere Sachen und ja, ich kann noch gar nicht genau sagen, wie viel ich mir davon zum Beispiel zurücklegen muss. Das ist doch eine schiere Menge, wenn man mal überlegt. Ich will ja auch mit Mossstone noch was machen. Und dann gibt es doch sicher noch einige andere Varianten, aber die fallen mir wieder mal nicht ein. Jedenfalls kann man die immer weiter verarbeiten zu den glatten Steinen und so weiter. Da hatte ich überlegt, ob ich zum Beispiel das hier mache einmal mit irgendeinem anderen Block kombiniert, vielleicht ja sogar den. Das wäre eine Idee, die ich mir vielleicht mal hier oben hinschreiben könnte. Und dann könnte man die Slabs davon, also 2 übereinander gestapelt, was ja nochmal ein bisschen anders aussieht, mit einer weiteren Deep Slate-Sorte kombinieren. Und das schreibe ich mir kurz auf. Auch das, was vorhin noch auf dem Schild stand und was ich jetzt weggerissen habe. Okay, so würde ich das an der Stelle einfach zusammenfassen. Es ist jetzt nicht die beste Art und Weise, das niederzuschreiben, aber wenigstens platzsparend und ich werde schon wissen, was gemeint war. Solche Sachen überlege ich mir eigentlich auch immer gerne in Streams und theoretisch müsste ich das beim nächsten Mal so gestalten, dass ich wirklich nur 20 Minuten zum Beispiel in dieser Welt mich aufhalte, um so ein Zeug zu machen. Da würde ich einfach theoretisch mir alles Mögliche überlegen können. Den ganzen Rest kann man im Prinzip immer in den Folgen machen, in Form von Timelapses oder auch in solchen Videos. Das geht also alles. Ansonsten bin ich gespannt, wie das mit dem Terraforming demnächst aussehen wird, ja alles. Wir haben nun ja die Gelegenheit, auch endlich was aufzuschütten und nicht nur abzutragen.
damit nicht die ganze Zeit die Kisten nur noch voller laufen, sondern wir auch was davon einsetzen direkt. Das ist doch das Sinnvollste allgemein. In dem Zuge habe ich auch direkt mal gehandelt, damit wir hier eine ordentliche Fläche fürs Thumbnail haben. Alter, es hat jetzt wieder einige Minuten gedauert. Theoretisch hätte ich tatsächlich das mit der Timelapse sogar machen können. Obwohl ich dann natürlich noch hätte nachkommentieren müssen, klar, aber dafür nicht schneiden. Also es wäre schon lukrativ jetzt gewesen, wenn man den Insgesamtaufwand ansieht, denn ich bin schon wieder bei über 30 Minuten unter Rohaufnahme. Das ist echt nicht mehr normal, ey. Normalerweise sollten nach meiner Einschätzung eigentlich 17 bis 18, vielleicht maximal 20, 21 Minuten reichen und dann ist gut. Statt immer öfter hier so lange zu sitzen, aber naja, wenn es ausufert, dann spreche ich es meistens auch an. So oft ist es also vielleicht auch doch nicht. Aber auf um die 25 bin ich definitiv schon einige Male mehr gekommen. Aber gut, egal. Ich glaube, das ist jetzt wieder zu viel Gelaber. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Deswegen danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.